So Leute, willkommen zurück zu... Wie hieß das Spiel nochmal? Donkey Kong Country 3, merkst du gefälligst. Yeah, Dixie's Double Trouble, um es ganz genau zu sagen. Ja Leute, im letzten Part haben wir quasi alles gesammelt, was es noch zu sammeln gab. Jedenfalls wüssten wir jetzt beide nicht mehr, ob noch irgendwo was liegt, was wir vergessen haben, an Bananenvögeln oder so. Und deswegen, was machen wir jetzt, Marcel? Na? Wir werden den Boss in die Eier treten, Mann. Aber ist das gleich der Boss oder ist das noch ein Level vor dem Boss? Oh. Ah, ich hab mich noch daran erinnert, was noch kommt, stimmt. Da kommst wieder da. Das sieht aus wie der Terminator. Sieht aus wie Arnold Schwarzenegger, oder? Was ist das denn für eine Sicht? Diesmal ist der Sieger Chaos. Er sieht wirklich auch ein bisschen so wie Terminator, oder? Mal gucken die an. Ja, wo ist der denn im Bart? Ah, ja, der hier oder der Terminator? Terminator da? Nee, der da. Oh mein Gott, ey, was hat der da mal? Ich erinnere mich gerade überhaupt nicht mehr. Ich dachte, das ist ein komischer Typ. Oder kommt der erst danach? Irgendwie. Das ist ja total schwer. Ich warte gerade darauf, dass er. Ach so, stimmt, okay. Alles klar. Dass er immer ein Fass dazu stehen hat. Guck mal da hinter im Vorhang, hast du das gesehen? Wo? Ach da, ja! Da sieht man voll irgendwelche Füße. Was da wohl los sein könnte. Oh. Oh Gott. Oh Mann, da erinnere ich mich überhaupt nicht mehr dran. Oh! Oh, voll abgeschossen. Worauf muss ich achten, Sui? Pass auf, der macht gleich wieder seine. Oder doch nicht. Einfach auf. Ja, geil getroffen. Was ist das für ein Teil? Es ist tot. Das ist kaputt gemacht. Fällt denn, weißt du noch, wie viele Köpfe der Typ hatte? Das ist jetzt der dritte Kopf schon gewesen. Den müssen wir übrigens nicht nochmal machen. Oh, ich konnte gerade gar nichts machen. Da ist er! King K. Rule! Der heißt ja King K. Rulenstein hier. Den darfst du sprechen. Oh nein, was hast du getan? Meine Frau bringt mich um. Der hat eine Frau? Was? Ich benutze alle ihre Töpfe und Pfannen, um ihn zu bauen, oder was? Ja, und du hast ihn einfach so umgehauen. Um ihn zu, Punkt. Wie eine Pyramide leerer Blechdosen. Was ist mit ihm? Wie drückt, was ist denn los? Wer hat dir gesagt? Ja, mehr war er auch nicht. Wer hat dir gesagt? Quatsch, hüte deine Zunge. Das war ein Wirtlubik, oder? Das Gelb. Ist Kiddy, ja. Kiddy, auch gerade. Chaos war für mich der Schlüssel zur Weltherrschaft. Das war Chaos? Ja, dieser Roboter. Doch, er hat alles vermasselt. Naja. Toll. Wenn zwei Affen ihn kaputt machen können, die auf die draufspringen. Ihr kleinen Nervensägen werdet das bereuen. Das ist, glaube ich, nicht so gut geklappt mit der Weltherrschaft. Nun, es ist die Wahl einfach nicht dein Tag, oder? Na, wie jeder Tag. Mein Roboter ist in die Knie gegangen. Den müssen wir nicht normal besiegen. Den Roboter? Nee. Doch, ich bin der wahre Meister. Nix, das bist du. Du bist nichts, guck dir meine schönen Socken an. So, niemand besiegt ungestraft meinen Roboter-Chaos. Auf zu reden. Okay. So, was jetzt? Was macht er? So, was soll ich tun? Du musst ihn nicht auf sein Jetpack ballern. Aber du kannst, genau, wenn du da dich dranhängst, dann schaffst du ein Fass. Achtung, der kommt da auch hoch. Oh. Okay. Sui, mach ihn fertig. Sui, schnapp ihn dir, Sui. Okay. Das war richtig schlecht. Das war aber nur ein Probeversuch, würde ich sagen, oder? Ja, der hat jetzt viel gelabert und so. Genau, und der hat mich ganz durcheinander gebracht damit. Wow, die Mucke, ey. Du kannst dich übrigens einfach ducken, wenn da unten auf dem Boden ist, dann kommt er einfach, genau. Ah, so ein Trottel! Immer auf oh. Das, oben auf das, auf diesen. Wie kann eigentlich so ein kleiner Propeller diesen Typen tragen? Das ist so geiler Rare-Humor, finde ich einfach. Oder? Verdammt, warte, ich muss jetzt mal der Tricky sein. Ja, Tricky vor allen Dingen. Ducken! Genau, jetzt fährt er vorbei, jetzt kannst du einfach auf drauf. Übrigens, der kriegt total den Abspacker, wenn du ihn triffst, pass auf. Was ist denn für einer? Der Happy Lecky schon wieder. Oh. Was? Hey! Was war denn das? Das klappt aber doch mit dem Ducken, okay? Ich glaube aber zweimal treffen und dann ändert er seine Form. Seine Form? Also sein Angriffsmuster. This isn't even seine Final Form? Zack! Oh! Happy. Guck dir an, wie er abgeht. Hörst du das, wie er dabei hechelt? Das sind nicht seine Arme, seine Flugbewegung. So, Oh, was ist das denn jetzt? Was hat er? Oh, mit Laserschockern! Oh, schön, wenn man fliegen kann, ne? Ich kann's doch ohne, guck. Der Strom ist kurz. Kann er mal aufhören, der oder Sack? Ah, jetzt kommt er nicht mehr bis rüber. Ja.
Ich finde die Musik aber cool, die er hat. Ja. Das ist das krasse Labor hier. Glaubst du, der Typ hat ein Diplom? Nein! Er hat aber auch gerade voll den Anfall gekriegt. Ja. Meinst du, der hat studiert? Also Kill Rule? Ja. Das wüsste doch eigentlich, wie der halt machen soll. Voll der Lappen. Ist Kill Rule nicht eigentlich total intelligent dann? Dann müsste er ja eigentlich. Achso. Ich meine, was er für krasse Sachen so macht halt. Der kann ich auch. Und der war, ich meine, er war mal Pirat. Von Piraten aufsteigen zum Wissenschaftler. Das ist echt schon. Meinst du, Kay Rue ist irgendwie so ein, weiß nicht, ist eigentlich so ein kleiner Junge nach dem Motto, der alles mal ausprobieren will? Ja, heute bin ich König, morgen bin ich Pirat und danach regiere ich die Welt als Wissenschaftler. Und später war der Boxprofi. Ja, ey, der hat eine Laufbahn durch, also sein Lebenslauf ist schon interessant. Mir ist gerade auffallen, es wäre doch viel cooler gewesen, wenn bei Punch-Out als Bonusgegner King Kay Rue dabei wäre. So, ich stelle mich hier gerade wieder an wie der erste Affe. Drone. Wie schaffe ich das, mich zu ducken? Und deine Haare voll im Weg. Ist King Kay Rue nicht einfach mega abartig groß? Ja, nein, ich glaube, der variiert auch ähnlich wie Bowser. Ich meine, wenn man ihn mit Donkey Kong selbst vergleicht, war er echt immer mindestens doppelt so groß. Mann, scheiße. Das ist immer das Falsche. So erinnert er gleich sein Angriffsmuster. Dann bin ich mal gespannt, ob ich das hier mache, ohne zu fliegen. Das geht schon. Danach kommt noch mehr, ne? Ja, klar. Er hat noch ganz, ganz viele Asse im Ärmel. Oh, ich komme. Da hechelt er wieder wie sonst was. So, guck ihn dir an. Jetzt macht er wieder... Der erinnert mich aber ein bisschen an mich selbst. Muss ich sagen. Wir erinnern dich immer so viele an dich selbst. In die meisten habe ich doch an dich erinnert. Voll ausgedacht. Das war der Armhitter und möchte uns hypnotisieren. Wow. Das war Alter, das war knapp. Ich hab voll die langen Arme. So. Happy, happy, happy! Oh! Das war jetzt richtig schlecht. Wow! Wow, da! Warum hat er sich so früh umgedreht auf einmal? Er hat mich verarscht. So wie, du musst wieder rächen. Du musst mich rächen. Kein Ding. Ich mach das. Er braucht halt pro Phase immer bloß 2 Treffer. Ich glaub ja. Total, man sieht nur den Arm so. Ich könnte eigentlich den ganzen Tag hier stehen bleiben. Er würde nichts machen. Oh Gott! Ich hab Angst. Ach du Scheiße. Okay, ja, das geht aber auch noch. Das ist ja auch nicht gerade so. Oh ah. Okay, ich sag mal nichts. Die Phase konnte mich gar nicht mehr erinnern. Ist optional, wa? Der macht noch was anderes. Oh! Alter, voll brutal so. Welchen King Kay Rule fandest du bisher eigentlich am schwersten? Ich glaube, er echt. Zweiten. Ja, den aus dem zweiten, der war echt übel, ey. Der hat ja so viel Scheiße da geschossen immer. Das war richtig hart. So. Dass er nicht erst den Strom ausmacht. Ja, genau, das ist der Spaß. Okay, achso, okay, Strom ist nur manchmal an. Achso, ist ja auch. Aber jetzt musst du den treffen. Ey! Den finde ich tatsächlich, glaube ich, sogar am leichtesten, muss ich sagen, von den Kay Rules. Ja, sind bestimmt alle beschwert. Ey, was soll das? Ey, das fast auch kaputt durch den Strom? Ja. Daneben. Ich krieg da bestimmt nochmal so ein Checkpoint, oder dass ich nochmal komme, oder? Ich glaube, das ist schon das Letzte, was wir hier gerade machen. Na, echt? Du musst, glaube ich, zur anderen Seite. Ja. Ich warte, bis noch einmal Strom kommt, dann renne ich. Ja, der Sui, er schafft es, der ist der Sui! Oh. Einmal noch Kay Rule und dann Strom und jetzt. Jetzt aber. So, gegrabt mit den Haaren. Wow! Unser Schiff, Mann! So, Typ. Okay. Ja, warte. So, oh, Mensch! Na komm! Ja! Das war's? Noch nicht, okay. Gott.
Das musst du dreimal so machen, okay? Naja, es gibt ja noch einen optionalen Boss, ne? Nein, so, Das war knapp. Da wollte ich zu viel, hast du gemerkt? Oh, Mensch! Was soll das denn, Mann? Oh! Jetzt aber, oder? Ja. Alter, das war's. Das war echt nicht so schwer. Cool, aber Nicke, hallo! Yeah! Ach, gut, oh, wer kommt jetzt? Hey! Oh, mein Kopf! Ah, nee, du bist der Doggy. Mein Kopf, ey, was los? Wo bin ich? Von einer Minute auf die... Wer sind die denn? Andere verwandelte ich mich plötzlich in ein... Sprich mal schneller, Donkey, Mann. Nur so von der Kraft strotzenden Irren. Was? Achso, ich glaube, er war, weil er in dem Roboter war. Doch, du hast dich auch ohne uns beachtlich geschlagen. Komm, wie argumentiert. Ich bin beeindruckt. Wieso reden die nicht miteinander? Die reden doch mit uns. Ich war... Was zur Hölle? Von dieser Leistung würde sogar Crank in den Hut ziehen. Wo ist er überhaupt? Oh. Oh, oh. Ich niemals! Oh, jetzt okay, wie ist jetzt Lakini? Ich nehme diesen Weg. Stimmt, Lakini kann er doch. Du würdest doch nie einen Brillträger hauen, oder? Jetzt gerade einen Brillträger aufgesetzt hast. Hast du gesehen? Da hast du übersprungen oder wollte er gerade echt einen reinhauen? Der wollte gerade, wir wollten uns den echt einen reinhauen. Oh. Jetzt gibt es zwar ein Fotoalbum. Gucken wir uns die eigentlich an jetzt schon? Ja, ne? Jo. Oder kommt er nochmal am Ende? Weiß ich nicht. Ach, keine Ahnung. Lass mal lieber gucken. Dann gucken. Knips. Du darfst wieder vorlesen. Gobbel. Immer abwechselnd. Wir müssen wieder abwechselnd die Namen so vorlesen, wie wir denken, dass sie sich selber aussprechen würden. Ja. Wie beim zweiten. Recoil? Recoil. Klingt ja irgendwie auch komisch. Das sieht aus, Mann. Und das ist ein Knocker. Der hat uns... Knocker? Was? Der hat uns doch an uns erinnert, oder? Das meine ich doch irgendwie, mich daran zu erinnern, dass ich das gesagt hätte. Und der Klumps, ist der... Klumps. Die fand ich immer super früher. Das waren immer meine Lieblingsgegner. Raum. Das ist ein Krimp. Ein Krimp? Wie ein Schrimp. Ob das noch Kuscher ist? Krumpel! Wer gibt denn die scheiß Namen? Alle mit K, merkst du? Das ist ja eine Pflicht bei den Kremlins. Kopter! Kopter! Toll. Nein! Verdammt nochmal! Oh Gott, das kann doch nicht wahr sein! Skitter! Ey, der kommt da nie wieder runter. So wie der aussieht. Ich auch nicht. Oh, voll die Bazooka hier. Der heißt, glaube ich, auch so. Bazooka! Oh mein Gott, der fängt nicht mit K an. Wie er dich anlächelt. Nee, Kutuka. Boah. Ach ja, das ist ja auch Kremlins. Ey, der Kidei. Ah, DK. Coin. Ey, Coin. Ist das schlecht. Der heißt Coin. Und was sind die denn? Ja, das habe ich mich früher andauernd gefragt. Die kommen nur in der verlorenen Welt. Kopfenklon! Harte Jungs, GmbH. Die haben wir ja nicht gesehen. Die kommen erst noch. Die kommen in eine verlorene Welt. Und ich wusste nicht früher, dass es eine verlorene Welt gibt als kleiner Stöpsel. Und also, da habe ich mich klein. Hab ich mich immer verwirrt. Oh. Sneak! Sorry, der musste sein. Aber Gell. Nein, das war nicht so gemein. Kick, klack. Ja, das macht's, wenn man drauf tritt, wahrscheinlich. Ja, läuft. Woo! Woo! It's rolling. Bristless. They see me rolling. Nein. Boah, die sind echt harte Burschen. Ja, die waren nichts. Nit. Jetzt kommt die andere Schmidt, Not oder was? Nee. Wee! Wee! Pinguin. Was? Lemguin. Okay. Lemming oder was? Lemguin. Oh nein, ich hasse die. Die kam in der Welt gar nicht vor. Minky. 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 Menki. Fliegende Feislinge. Fliegende Feislinge. Feils. Bienen bestimmt. Knips, voll erwischt. Buzz. Buzz. Was leid dir? Was leid dir? Genau, wollte ich gerade sagen. Was ist denn jetzt los? Wow.
Nur die waren doch eigentlich ganz nett. Swoopy! Swoop! Swoop da whoop! Schup da whoop! Boah! Fetti! Booty Bird! Booty Bird! Der Boot Bird! Oh, die Eule! Ab ihr Lichtet! Oh! Corbin! Corbin! Wasserwichte. Ey, vor allem, wie sie nur eine Biene zeigen. Ja. Aber von den Fässertypen alle möglichen Farben. Der Rest ist nicht wichtig. Wobei, die Fässertypen verhalten sich auch immer anders. Koko. Koko. Die fand ich immer total komisch irgendwie. Oh, guck mal, deine Lieblingsgegner. Oh, die hasse ich so. Die sind so scheiße, ey. Lorchen. Das ist übrigens Dixies Fotoalbum, ne? Was wir gerade machen. Mhm. Oh Gott, ja! Esse, Nippler! Gut, das ist ein guter Schnappschuss. Ja, der wird da abnippeln. Mit Grafikbugs? Ja. Booty Bus. Aber Booty Bird. Booty Bird am besten. Den müssen wir Tage, glaube ich, umbenennen. Ja. Knips. Batzer. Buzzer, Batzer. Es gibt Buzz und Buzzer. Der kriegt noch einen, was? Nur weil er Licht macht? Glamming Dream. Ich verstehe die ganze Anspielung nicht. Obermiese, Obermutze. Oh, die Bosse. Knips. Boah. Bellcham. Der cool designed. Der war lustig. Oh, es kommt. Genau. Oh. Arisch. Arisch? Arisch? Was? Stimmt doch gar nicht. Squirt? Sieht eklig aus irgendwie, oder? Wasserfallschnecke oder was? Ich fass es nicht. Dam. Chaos. Jetzt kommt schon Chaos, da fehlt doch noch welche. Nee, das wäre der vierte tatsächlich. Oh. Blink. Weißt du, damit wollte er die Weltherrschaft an sich reißen mit diesem Schrotthaufen. Ach echt, der war schon der vierte Boss und dann kam er jetzt nochmal zum Schluss? Bahnboss, okay, kennst du den noch? Der war kacke. Der sieht aus, als ob er immer schlecht schläft. Oh mein Gott. Weißt du, was ich früher mal dachte? Geil. Ich dachte, der isst ein Sandwich. Was, wieso? Das sieht so aus, als würde er es essen. Was, kommt genau hin. So. Oh, Baron King Wohlenstein. So wie sah, okay. Freakige Freunde. Wir haben Freunde? Ja, klar. Na, du bist doch so ein richtiger freakiger Freund, ey, Zoe. Ja, das ist, ich hab dich auch so in meinem Handy eingespeichert. Freakiger Freund Marcel. Elli. Töre. Ja, neue Turnschuhe kaufen gehen. Squidder. Irgendwie sind die Namen alle sehr ähnlich, oder? So überwiegend, ja. So, zum Großteil. Naja, das sind halt Affen. Perry! Was meinst du, die sich für Namen ausdenken? Die machen da nicht viel. Oh Gott, der ist cool, Mann. Der Baron K. Ruhlstein ist King K. Ruhl, ne? Der hat sich nur einen anderen Namen gegeben, ne? Ja, das müsste der sein, ey. Ich weiß nicht, ob der, also, laut Verwandt hat der eigentlich nicht. Weil ich hab mal gehört, das soll der Cousin sein oder so ein Kram, aber nee, okay. Oder? Squawks! Das sieht auch nicht. Da müsste man sich mal informieren. Würde mich mal interessieren, ob der irgendwelche Verwandten hat. Oh, die Gebrüder Bären. Jetzt sind die tollen noch. Bären. Da ist ja der erste Part nur Endcredits, wa? Ah, da machen sie wenigstens mal zwei. Bazaar! Und Barnacle! Wie die aussehen, Mann. Voll zugekifft, alle. Brash! Und Blender. Voll der Blender. Das ist die übelste Blender. Guck mal seine Fliege an, die ist gefaked. Oh, wie die Bazooka. Blue, voll kreativ. Wie genauso heißt wie der eine Gegner, nur anders geschrieben. Blizzard. Brumble. Sind auch beide super kreativ. Ja. Die sehen alle gleich aus. Oh, guck mal. Benny und Björn. Und Walter. Das war der Typ, der so hässlich war, oder? Mit seinem scheiß Spiegel, ja. Oh mein Gott. Baffle. Und Das ist doch Banjo, oder? Guck mal. Die sind sich echt ähnlich. Banjo. Ach, die auch noch, stimmt. Kolossale Kongs. Yeah.
Er macht Hammerspinning. Oh yeah, man, Funky Kong bin ich. Der hat auch mal andere Berufe. Ja. Komm, willkommen, den haben wir immer nur gemacht, ne? Ich glaube ja. Willkommen, Leute, ja, Knips. Wie hat's dir denn Swanky Kong. Wir hatten ja eigentlich Donkey Country jetzt gefallen, Marcel, der dritte Teil. Das ist für den cool. Du hast ja am Anfang gemeint, dass der von vielen wohl nicht so beliebt ist und so, aber fand ich trotzdem geil. Die haben sich viele neue Ideen einfallen lassen. Swanky Kong bin ich. Ja, ich finde den auch. Wie gesagt, ich mag den sehr, sehr gerne. Der zweite Teil ist zwar echt der beste, muss ich auch sagen. Aber der dritte steht denen nichts nach, der ist auch geil. Ja. Jetzt komm ich. Quacky Kong! Also, drei und eins wüsste ich nicht so, wie ich es aufteilen sollte. Kommt halt irgendwie auch auf meine Laune an, weil ich. Auf welches Setting ich gerade Bock habe. Ey, ist Kiddy Kong scheiße. Hallo! Eigentlich müsste ich nicht sprechen. Kiddy Kong! Am Daumen lutschen. Denke ich, war den zweiten doch auch am besten, muss ich sagen. Aber der dritte, wenn dann nur so 1% dahinter. Wow. Voll der Cheater-Trick. Yay! Steißbein gebrochen. Oh. Wer hat das Foto gemacht? Dixie Kong! Vielleicht ist sie ans Map. Ach schön, Sui, jetzt waren wir echt. Jetzt waren wir echt wieder zwei Kongs. Oh, jetzt kommen auch die richtigen Credits, stimmt. Hat Crazy Kong hat die Entwicklung übernommen? Es gibt Crazy Kong. Finde ich schön. Wer ist denn Crazy Kong? Also Sui. Donkey Kong Country, die Trilogie ist aber obergeil. Ich verstehe nicht, die haben doch extra. Es gab schon zwei Spiele und da war es ja richtig schwer, sich noch neue Sachen einfallen zu lassen, aber da haben sie aber locker geschafft. Finde ich auch. Mit den Overwelten, dass es mitunter so eine Heimverstecke gab und sowas. Oder die ganzen neuen Gegner, die neuen Layouts, dass du sich viel an Seilen hängen musst und so. Die haben geile Sachen gemacht, neue Gegner. Und die ganzen Parts mit den Tieren wieder. Ja. Mit Ellie auch noch sogar ein ganz neues Tier eingeführt. Alter, Ass-Musik. Ass-Musik, was? Da stand gerade Ass-Musik. Finde ich gut. Ja, wunderbar. Credits, wahrscheinlich kriegen wir die später nochmal, aber wir lassen die einfach nochmal laufen. Wir sind auch schon bei 23 Minuten gleich. Okay, ja, das war dann ein langer Credits-Part. Genau. Wir mussten ja Carol verkloppen. So, hoffentlich ist es noch nicht das echte Ende. Du hast ja gemeint, man kann doch schön die dunkle Welt machen. Dunkle Welt. Und dann, ja. Es gibt kriegen wir nochmal Credits. Nintendo Power, guck es dir an. Nintendo Power! Kennst du das noch? Ne, die hab's bei uns nicht. Die hab's in Amerika, ist die Zeitschrift. Ja, ich meine, die war früher, glaube ich, häufiger mal in den Credits, oder? Ja, ich weiß noch, dass Super Mario Club immer in den Credits ist. Der ist aber auch immer noch in den Credits, oder? Ja. Diese Typen. Ich hab mir auch schon mal gelesen, wer das eigentlich ist. Für was das steht, da war ich schon wieder vergessen. Es tut mir leid. Aber das wäre doch jetzt der perfekte Moment gewesen zum Recherchieren. Nein, das wollte ich nicht. Warum wolltest du sowas denn nicht? C-Mäus, den kennt man. Wer ist denn der C-Mäus? Müsste ein Übersetzer gewesen sein. Der wurde auch so ja mal in Zelda Link's Awakening geehrt. Wenn du da den Namen Mäus eingibst, dann hat sich die Mucke ein bisschen geändert. Okay. Das war einfach cool. So, Sui, erzähl doch mal. Du warst jetzt die ganze Trilogie lang Donkey und Dixie. War das cool? Das war super cool, muss ich sagen. Auch wenn ich natürlich Dixie besser gefunden habe, einfach weil sie fliegen kann. Nein, einfach weil ich Dixie mehr mag. Alter, Ass-Spieldesign. Und wie ist es bei dir? Hast du dich identifizieren können als Diddy und vor allem Kitty? Ja, natürlich. Diddy war cool. Ich bin zwar mal der gewesen, der immer am Boden kleben blieb, weil er nicht fliegen kann. Aber hey. Alter, was soll's? Guck mal, aber fällt dir auf, dass damals sogar noch das übersetzt wurde? Das steht ja gerade Herausgeber und nicht Publisher. Ja, ja. Oh, ja, guck dir Cranky an, er hat 103% geschafft, der alte Sack. Guck mal die Zeit vor allem. Ja, in 4 Stunden. Klar. Wir sind besser als unsere Oma. Die Besten der Besten. So, Cranky. Aber wir schaffen das auf jeden Fall auch noch auf 103%, ne? Wir sind ein cooler Kong, siehst du das? Ja! Dup, dup, dup. Cooler super cooler Bonusmusik hier. So, damit die Leute nicht denken, das war's, gehen wir nochmal schnell ins Spiel rein, würde ich sagen. Ja. Leute, das war's noch nicht. Wir müssen eine ganze verlorene Welt noch machen. Richtig. Die war irgendjemand verloren. Keine Ahnung, wer. Wir können ja nochmal in die Welt reingehen. Was sagst du denn dazu? Gucken, wie es aussieht. Das wäre doch cool. Oh yeah. Bam, bam. Verdammt. Was denn? Gerade gar nicht abgesprochen, wer welche Melodie nimmt. Mann. Das ist ja Chris. Alles kaputt jetzt. Chris und LLL. Chris und LLL, das stimmt. Ah, guck mal, siehst du, da steht jetzt auch Schloss. Ah, nee, doch nicht, schon gut. Ich dachte gerade, da steht was anderes jetzt, aber. Aber der ist besiegt, ne? Der ist jetzt kaputt vom Fenster. Der müsste unsere. Ja, unsere Fahne ist da. Schön, deine. Wie viele rosa Fahnen haben wir jetzt eigentlich?
Das will ich gar nicht wissen. Habe ich jeden Boss besiegt? Guck nicht nach, Sophie, guck nicht nach. Nein, er hat wirklich jeden Boss besiegt. Wir haben echt. Oh. Das stimmt tatsächlich. So, Leute, wir machen Cliffhanger, wir gehen noch nicht da rein, oder? So, naja, ich park hier. Moment. Ich glaube, wir waren eh schon mal da drin in irgendeinem Part, aber egal. So. Okay, alles klar. Gut, Leute, dann würde ich sagen, es geht morgen weiter natürlich mit Donkey Kong Country 3. Und wieder so ein langer Part. Was ist denn los? Der erste Part war doch gerade mal 16 Minuten lang. Naja. Aber egal. Beim nächsten Mal Endsport, Leute. Bis dann. Ciao. Ciao.